Es wurde mal wieder Zeit für ein geisteskrankes SBB. Ihr habt drauf gewartet, ihr bekommt es. Buy First Guy mit einer super Price Range und mit einem neuen Modus, den viele von euch noch nicht kennen. Dieses Video wird geisteskrank. Ich habe auf jeden Fall Starspieler Eusebio und mein Gast hat den Ronaldinho. Und natürlich kann der Gast sich direkt vorstellen. Seht ihr öfter auf meinem Kanal. Danny, was geht ab? Ja, was geht ab, Leute? Prunes ist auch am Start. Starspieler sind fresh. Buy First Guy macht auch immer Bock. 100k ist die Price Range. Jeder kostet hier im Team über 100k am Ende. Und da können auch Spieler kommen, die Millionen kosten. Aber man kann sich sogar manchmal für den Gegner mitfreuen. Weil wir spielen so einen neuen Tauschmodus. Wenn man ins Match geht, werden 3 zufällige Karten von mir genommen, bei Enza reingetan und von Enza 3 Spieler zu mir. Ich glaube, das könnte sehr wild sein. Dadurch wird es noch mehr random. Buy First Guy ist eh schon random. Und das wäre halt krass. In-game könnte ein Spieler von dir zu mir kommen, der könnte dir dann die Tore drücken und vielleicht musst du ihn dann dadurch diskarden, wenn er teuer ist. Ja, das ist richtig geil. Der eine Spieler nimmt dich auseinander, also ihr werdet den Modus auf jeden Fall feiern, wie Dennis gesagt hat. Freunde, wichtig ist, lasst auf jeden Fall unbedingt ein Abo da, lasst ein Like da, würde mich sehr supporten. Danny, hau eine Like-Anzahl raus. Die Leute müssen wieder supporten, ich brauche meinen alten Algorithmus, Jungs. Danny, komm, Like-Anzahl. Vorm Team of the Year jetzt Gas geben. Komm, lass so schnell wie möglich. 1111, das ist eine chillige Zahl. 1111. Hey Leute, wäre geil, wenn ihr auch 2000 schafft, wäre krass. Support reinlassen, Abo, da wir sind kurz vor 50.000. Du willst dein FIFA Ultimate Team verbessern? Dann check auf FIFA unbedingt LOMXP ab. Findest du wirklich die günstigsten Coins und am besten nutze den Code ENZAL für 5% Rabatt. Wir haben auch eine Folge bei denen gedreht und ohne Fusilin können wir reingehen. Wir sagen uns die Position nicht. 100k, den Modus werdet ihr feiern und kommentiert mal gerne, was für Formate, Videos ihr in nächster Zeit sehen wollt. Okay, wenn du willst, kannst du schon auf deine erste Position gehen. Ich hab hier meine erste Position schon. Ich bin auch drauf. Ich bin auf der Seite. Ganz gerne eine Zahl sagen. Okay, ich nehme Seite 2, Spieler Nummer 3 bei dir. Okay, ja, ist stabil. In echt habe ich ihn sehr gefeiert. Seite 2, Spieler 3, ne? Muss ich mal gucken, ne, was der reißt heute. Okay, bei dir nehmen wir einfach direkt Seite 1 und Spieler Nummer 1, den allerersten einfach. Ja, ist gut. Nehme ich auch mit. Bringt gut Chemie. Icon gut. Also. Aber ja. Nächste Position, ich überlege, auf welche Position ich gehe. Vielleicht gehe ich hier hin. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass hier was Geiles kommen wird auf der Position. Wo ist denn diese Position? Schlecht sind die nicht, ne? Schlecht. Boah, die sind sogar sehr stark. Ja, 100k kann auch alles kommen. Also wirklich alles. Ja, Mann. Ich habe auf jeden Fall auch schon meine Position. Okay, der wäre ein bisschen flopper. Bei dir weiß man nie, kann auch sein, dass du nochmal fünfmal Seite wechseln willst. Ich gebe dir erstmal eine Zahl, ich gebe dir die 3. Die 3? Willst du bei der Seite bleiben? Ja. Boah, weißt du, was für ein Spieler du getroffen hast? Millionenbereich. Jetzt schon. Okay. Millionenbereich. Okay. Boah, wenn der discarded wird, Insolvenz. Ich mache einen Duo-Kanal mit UpRed auf. Wir sind dann zusammen auf Burgigeld im Insi-Modus. Das ist geisteskrank. Ich bin richtig gespannt, jetzt welcher Spieler kommt gleich da auf dem Feld. Vielleicht kommt der auch in mein Team, man weiß es nicht. Aber gut. Okay, Seite 1, Spieler Nummer 1 bei dir. Okay, ja, die Karte ist glaube ich geil. Ich noch nicht gegengespielt, noch nicht mitgespielt. Aber es ist eine Karte, die ich gerne spiele, ja. Okay, Freunde, bis jetzt 2 Spieler. Na, chemietechnisch sieht okay aus. Bei 2 Spielern kann man euch auf jeden Fall nicht viel sagen. Ich gehe zu der nächsten Position. Du kannst auf jeden Fall auch schon mal drauf gehen. Und diesmal, Danny, sag mal, wenn du bereit bist. Ja, ich bin bereit. Ich nehme diesmal die Seite 3 bei dir. Ich habe das so gut, ne, auf dieser Seite waren so viele, die richtig wenig wert waren auf der ersten Seite. Das ist so respektlos, so viel, die so 30k kosten oder 10 sogar auch. Seite 3, ne? Seite 2. Seite 3? Seite 3 sind interessant, ja. Und Spieler Nummer 10. Ja, Digga, keine Ahnung, ne? Ja, was ich zu der Karte sagen soll. Auch noch gar nicht gezeigt in dem FIFA, aber das ist ja das Coole an dem Format so. Dementsprechend wird man sehen, wie er ist. Geh nur auf Seite 3 auch einfach mal. Okay, Seite 1 aber mir auch tot. Seite 2 ist krass. Und Seite 3 ist auch wild aus. Na, nehmen wir die 5. Ja, die 5 ist auch eine Karte, die ich nicht gezockt habe. Bin gespannt, wie die. Also vom Aussehen her sieht die ganz gut aus. Aber ob dem Gameplay überzeugt, werden wir sehen. Langsam gehen wir den Ende zu. Wir haben. Okay, was für ein. Ah, scheiß drauf. Die fangen für gerade erst richtig an. Wir gehen zu Spieler Nummer 4 und ich nehme diese Position. Ey, Buy First Guy ist immer so random, du kannst irgendwie durch eine Position den krassesten Spieler bekommen und kannst auch die schlechtesten Karten bekommen. Aber ich will auf meine Position, ich drücke auf Suchen und ich lasse dich entscheiden. Ich mag das, auf der Seite einfach zu bleiben, weil dann weißt du, wenn du direkt die Seite und die Zahl hörst, dann weißt du noch gar nicht, was auf der Seite ist. Jetzt siehst du schon alle 10, hoffst du vielleicht, hoffentlich sagt er die 4, die 8 oder so.
Ich gebe dir am Ende des Tages, ich gebe dir die 9. Boah, die 9 ist stark. Also ich sag dir ehrlich, egal was hier kommen wäre, es wäre alles gut. Es war kein einziger schlechter Spieler. Also du hast doch auf jeden Fall hier recht gehabt mit der Seite, ne? Das ist eine geile Seite. Ich kauf die mal und ich nehme bei dir auf jeden Fall auch mal die Seite 1. Und auch mal den Spieler Nummer 9. Wer weiß, vielleicht waren wir auf derselben Seite. Also, der Spieler ist crazy. Der Spieler ist sehr crazy. Ja, meine auch, Alter. Ist echt geil aus. Ja, mein Team sieht komplett speziell aus. So ein Team hatte ich bei Bifest Sky auf jeden Fall noch nicht. Ja, ich gehe auf die Position hier. Mal gucken, was da kommt. Okay, oh. Ich habe auf jeden Fall auch meine Position. Ich nehme mal die. Ja, sag du mal als erstes dies und sonst klaust du wieder. Seite 2 und Spieler Nummer 1. Digga, das Gehör. Boah, was ist das denn? Das ist ja so. Habe ich den vielleicht schon? Kommt mir so bekannt vor. Ah, jo, habe ich tatsächlich. Okay. Bruder, das Team ist so komisch. Geh mal, nimm mal von erster Seite. Nimm mal. Was hat der noch nicht? 7. 7? Ja. 7 ist gut, aber hättest du die 4 genommen, ne? Dann, das wäre wirklich Maximum. Die 4 wäre Maximum. Wäre der gekommen, wir hätten direkt ins Gameplay gehen können. Die 4 wäre krass. Mein aber die ist auch auf jeden Fall geil. Man kann nicht alles haben, Digga. Du hast schon kranken Starspieler und noch einen teuren bekommen und bestimmt noch so ein paar gute haben. Genau. Es kann halt wirklich alles kommen, deswegen. Nächste Position, ich frage mich ehrlich, was du so für Spieler bekommen hast, überhaupt welche Position du bisher genommen hast. Ich nehme die hier jetzt. Ja, stell dir vor, im Endeffekt, ich habe mal mit Max aufgenommen, wir hatten irgendwie 4-5 Mal hintereinander die gleichen Positionen, die gleichen Spieler gehabt. Das kann ehrlich sein, das kann immer passieren. Oder, also, es ist dieses Team, ne? Es ist so ein weirdes Team. Bist du auf deiner Seite? Ich bin auf meiner Seite, ja. Komm, ich gebe dir die 5. Die 5? Ey, ich liebe dich, Danny. Du hast mit der Nummer 5 alles auseinandergenommen. Du hast meine Chemie gerettet. Gerettet, einfach ein Perfect Link. Perfect Link. So ein Hyperlink. Okay. Wir das bei dir total. Läuft, ja. Bei dir läuft. Komm, ich geb dir auch Seite 1, die 5. Jetzt gut, das gibt er mir auch. Aber wir hatten safe nicht die gleiche Seite. Aber ich sag so, Bruder, bei mir ist egal, welche Spieler du mir gibst. Ich werde volle Chemie bekommen am Ende. Auch volle Chemie? Ja. Was laberst du? Sollen wir spoilern? Also, wenn wir spoilern, was der jetzige Stand ist mit Chemie? Ja, 20, du? Ja, 18, okay. Okay. Ja, das ist schon. Okay. Man kann gerade nur 21 maximal haben. Go, nächste Position. Ja, ich wäre auch ready. Ich überlege, ich nehme die hier, glaube ich. Ich hoffe, ich bekomme den, ja. Also, wenn du mit... Boah, diese Seite ist gut. Aber sag mal nichts, du darfst entscheiden. Du kannst gerne auf der Seite bleiben, Mann. Ich mag das auch, wenn meine Gegner gute Teams haben. Dann geht's auch um was. ich geb dir... Was hat die noch nicht? 6, komm. Oh mein Gott. Auch krass. Ey, du hast den besten... Achso, nein. Ah, oh, doch. Und der erste, ne? Besten erwischt. Von Chemie. Nice. Mhm. Ey, warte. Ich will kurz sehen, wie viel Chemie der bringt. Der ist brutal. Danny ist heute in der Gönnerphase. Boah, sehr geil. Ich gebe dir die Seite 1, Spieler Nummer 9. Ich wusste schon, bevor ich gesucht habe, dass es der Spieler werden wird. Aber jetzt gar nicht so häufig auf der Seite. Digga, ich muss eigentlich mal wirklich mir seine Special Cards zulegen, die im Verein liegen lassen. Weil jedes Mal bei diesem Format kriege ich ihn, das ist absolut crazy. Ich darf es leider nicht upgraden, weil ich keine beste Version habe, aber der ist auch so krass. Okay, passt. 3 Spieler haben wir noch offen. Jetzt kommen wir ehrlich auf das Ende zu. Ich gehe zum nächsten. Diesmal, Danny, überlasse ich dir den Anfang. Du darfst anfangen. Deswegen gebe ich dir mal heute, beziehungsweise jetzt, die Seite 5. Du musst jetzt ein bisschen blättern. Mann, das motiviert. Bisschen blättern. Es gibt kaum so viele Seiten. Ich bin schon bei über 30 Minuten, wobei ja. Ja, ich bin auf Seite, ich glaube, ich hoffe, es ist 5, ich glaube, ja. Ja, okay, unser Spieler Nummer 1 einfach. Ich kann nicht einschätzen, ob Dings, dieser Preis, der für den er reingestellt wurde, ob das Verarsche ist oder ob der ehrlich so viel kostet. Weil ich glaube, der ist nicht schlecht, ne? Aber der Preis, der ist schon ein bisschen respektlos. Warte. Ey, bei For Skies, man wird so broke, Jungs, ihr wisst gar nicht. Durch das ganze Verkaufen, das ist ja so durch die EA-Tags und so. Du, ich glaub, der ist ehrlich nicht immer so krass. Hä? Egal, Digga, ja, okay. Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ist es zufällig der linke Flügel? Nein. Das ist eine ganz andere, okay, ganz andere, okay. Seite. Okay, ich gebe dir wieder Seite 1. Ich mag das, ich gebe dir die... Komm, 4, du sagst immer 4 wäre was krasses. Vielleicht jetzt 4. Okay, 4. Ich muss kurz gucken, ob die Chemie bringt. Also schon selbst, sehe ich selber schon, aber... Radioactive Care? Ja, ist okay. Ist zwar nicht geistkrank, aber nimmt man mit. War mein Tipp okay, gut? Okay, wir haben die letzten... Wenn du sagst sie und wenn du sagst, sie bringt sich selber Chemie, kann gut radioactive sein, aber okay, nee, dann anscheinend nicht. Okay, ja, wir haben zwei Spots noch. Okay. Oh, 2 Positionen noch. Mhm. Bei mir sind 100k eingestellt. Ja, ist bei mir auch. Ich gehe in die Position. Boah, interessante Karten. Boah, viele, die ich auch noch nie gezockt habe, viele, die ich auch nie zocken möchte. Ja, komm, ich
ich gehe mal auf die Seite 2 bei dir. Boah! Das kostet es. Ja, okay, ja, die Seite, boah, ja. Boah, jetzt bin ich gespannt. Jetzt könnte ich dich auseinandernehmen, indem ich dir eine krasse Karte gebe und im Endeffekt gewinne und du dann... Nein, das wäre Bruch, wenn ich mir jetzt eine krasse... ich will doch gar keine krasse. Ich habe echt das Gefühl, dass die Position getauscht wird. Ich gebe dir die Spieler Nummer 6. Okay, bin sogar auf ihn drauf. Okay, aber das Ding ist zufällig. Weißt du warum? Das ist Voodoo. Bei Bifurst Guys ist das Voodoo. Man kriegt richtig oft die Spieler, auf denen man gerade rauf ist. Und normalerweise geht man ja immer auf die besten Spieler rauf und dann kriegt man die. Diesmal, ich hatte Angst vor diesem Voodoo, weil ich jetzt dachte, okay, wahrscheinlich wird diese Position getauscht. Ich bin einfach extra auf einen gegangen, der gar nicht geil ist, Digga. Den schlechtesten der Seite bin ich raufgegangen. Weil einfach ehrlich, ich habe System gedribbelt. Ich habe echt genau ihn bekommen. Ey, scheiße, Geist, der kriegt den schlechtesten. Scheiße. Ja, der wird eh getauscht. Ich sag dir, der wird getauscht. Ich hab das so ein Gefühl. Okay, ich bleib bei dir auch wieder Seite 1 und mach die 3. Die 3? Ja, so chemietechnisch auch nicht so. Aber wie du sagst, ich hab das wieder komplett vergessen. Ja, ich sag, über Chemie brauchen wir gar nicht reden heute, ehrlich. Ja, erzähl. Stell dir mal vor, wie du gesagt hast, wir kriegen jetzt diese Karten, wir freuen uns über die Karten, danach schießen die Tore. Die zählen, du meintest, die zählen doppelt aber, ne? Du meinst, die zählen doppelt sogar die Tore, oder wie war das? Stimmt. Die Tore, die man mit den 3 Karten macht, zählen doppelt. Stimmt, das voll vergessen zu erwähnen. Deswegen, ehrlich, eigentlich will ich schlechte Spieler in diesem Team haben. Dieses Doppelzählen ist echt Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Sturm bekommst und mit einem ein Tor macht, zieht das direkt doppelt. Geisteskrank. Du hättest mir gerade mit einer anderen Zahl zu mir Hamm im Sturm mir geben können und dann wäre vielleicht getauscht worden und dann hättest du mir mit der Dings Hattrick gedrückt, wären 6 Tore und dann hätte ich sie discarden müssen. Deswegen für mich alles gut, so wie es gelaufen ist. So, bei mir ist sogar der letzte Spieler, ist es egal, welchen Spieler du mir gibst, ne? Es kann der Busfahrer aus Südafrika sein, ich komme auf 33 Chemie. Das ist einfach so crazy. Also, ich sag, bei mir ist nur mehr gefühlt 30 möglich. Ich bin... ready? Ich auch. Komm, ich geh auf eine andere Seite mit dir, auf eine Seite, wo vielleicht noch mehr Gute sind. Geh mal auf Seite 4 und da nehmen wir auch die 4. Die auf 4. Ja, ist okay. Ich muss kurz gucken, wie viel Chemie er bringt. Aber ich glaube, das wird die 30 Chemie. Also auf mehr komme ich auf jeden Fall hier, denke ich nicht. Aber ist auch stabil, ehrlich. Also 31 Chemie ist sogar stabil. Ist okay, Alter. Das ist einer meiner besten Buy fürs Case. Sonst habe ich immer unter 25. Okay, Danny. Letzte Position bei dir. Yes. Auf ganz cool Seite 4 und Spieler Nummer 8. Habe ich heute noch nicht genommen. Spieler Nummer 8. 5, 6, 7, 8. Also wenn die Price Range echt ist, dann kacke ich im Stehen. Digga, warte mal ganz kurz. Ah ja, okay, Digga, kostet echt 40k. Ich dachte schon. Ja, okay. Weiß nicht, ne? Manchmal diese Preise schocken einen einfach. Aber ihm ist jetzt ehrlich so, wie ich es gedacht habe. Ist trotzdem eine geile Karte, kann aber auch wie gesagt eh sein, dass das getauscht wird. Deswegen. Vielleicht wirst du dich sogar über ihn freuen, man weiß es nicht. Ja, die Teams stehen. Sehr interessantes Team. Sieht gut aus. Ich bin zufrieden. Wie viel Bewertung hast du? 89, du? Ja, ich habe auch 89. Okay, Freunde, ich kaufe die letzten 2 Karten und dann sehen wir uns direkt im Game. Ihr werdet den Modus lieben. Und kommentiert dann, ob ihr mehr SPBs seht. So, Freunde. Wait, boah, ich krieg euch Sebio, ich krieg Leo, ja, oh mein Gott, ja, da ist ja dieser Sanchez, den du kriegst, Digga. Van Dijk gegen Coleman, damit bin ich unzufrieden, aber die anderen Tausche, sie sind ja verrückt, Digga, geil. Ey. Viel Spaß mit Sanchez, ich hab's so gerochen, dass die... Du hast auch mal Leo genommen. Ja, Mann, ja, da. Alter, geil, Digga. Das ist so random an diesem Modus, das ist das Geile an diesem Modus. Ey, Junge, das hat ein Glück gehabt, ne, boah. Mit Leibchen jetzt, er rennt einfach mit Leibchen und wir zählen einfach seine Tore doppelt. Guck mal, an den Trikots merkt man, welche Spieler halt bei mir sind und welche bei Danny. So, die Orangenen sind meine und die Gelben sind deine. Guck mal hier, Digga, mit Langarm und so. Er spielt mit Trainingsanzug einfach. Was mit ihm aber los? Das Ding ist, du hast Eusebio und ein Tor mit denen zählt doppelt. Ich spiele mit einfach Hugo Sanchez. Das ist so Scam. Kessler! Ja! Nee, kein Stich, Digga. Ja, komm, doppelt sogar! Doppelt! Hugo Sanchez! Let's go! Ach, Coleman, Digga. Ich hasse den, Mann. Der ist so schlimm. Warum? Oh mein Gott. Mit Idee? Nicht mit euch. Boah! Mein eigener Spieler, der mich auseinander. Ich hab den noch nie gespielt, ne? Weil der kommt cool rüber mit Hacker an dem reinschießen und so. Ja. Nein. Wie lange habe ich gebraucht dabei? Es macht gar keinen Sinn, Digga. Ich wollte schon ganze Zeit schießen. Ich warte einfach bis Weihnachten. Wer ist denn hier Rückraum? Oh, knapp. Idee war gut. Leo! Raphael! Auch gut, tschüss! Das Jubel. Ja, er war automatisch. Ich hab A gedrückt. Ich war... Daddy geht direkt auf Mutter. Ich weiß nicht mal, wie greedy geht, Digga.
Ja. Boah, der geklaute Komen, er regelt. Warum schon Yugidoku? Wie viel Tempo hat der viel eigentlich? Von 94, 95, irgendwie sowas. So, Eusebio. Und? Was? Alter, nein. Oh mein Gott. Vorne ist doch egal, wie man schießt, einfach alle am Leibchen an. Also, Rifle. Oha, nochmal greedy, Alter. Oha. Oha. Was soll ich machen, ey? Ich hab gar keinen Bock auf Van Dijk, ne? Zack. Schnell weg von ihm. Bitte, oh, sehr bitte, gut. Renn doch zum Ball. Ja! Boah, die Karte ist krass, die kaufe ich mir auch, glaube ich. Oh, Junge, mein eigener Spieler nimmt mich auseinander, ne? Digga, ist das Goals? Ist das Vieira 2.0? Tschüss. Nein, ich hab doch nur ihn gedeckt! Ja. Ich schwöre! Ja. Ich hab den anderen machen lassen, ich hab Tor frei gemacht, alles nur damit du nicht Pass spielen kannst. Na, komm trotzdem an. Ja, wichtig. So. Ey, bitte lauf doch zu Eusebio. Geil. Ja, Mann! Der Typ ist ja so eine Maschine, ey. Puh, Jungs, ich bin gebrochen. Ich bin gebrochen. Mood ist komplett wild. Hugo Sanchez ist der schlechteste Stürmer, der ich mein Leben. Ich folge gleich. Mit persönlichem Bewacher hat er da oben, Digga. Ja, ich weiß, was ich machen soll, Mann. Der Doku hat so Fake-Stats, ne? Das mach ich so ernst. Oh, doch nicht. Gut dabei. Nein, oh Van Dijk, du Vormann, Digga. Ich dachte, du wärst verlegen. Ich hab einfach Karma kassiert, Mann. Ja, Rache, Digga. Rache. Sechster Unterschied. Jungs. Irgendwo erkenne ich das, Digga. Digga, ey, Jungs. Kleiner Spoiler, wenn ihr Dennis Video noch nicht geguckt habt, guckt es jetzt. Bei Dennis Video habe ich mit 6 Toren Unterschied gewonnen. Und habe ihn über... Ja, okay, das kann ich heute gucken so. Und jetzt verliere ich genau mit 6 Toren Abstand. Das kann nicht wahr sein. Du kannst mich jetzt komplett auseinandernehmen. Und jetzt noch 1 Million Discard und alles ist gut. Okay, Freunde, ich hab umgestellt. 4-3-3, die vierte, ne? Ich bin am überlegen. 6 Positionen. Was nimmt man? Komm, ich geh ein bisschen durch die Mannschaft einfach. Ich nehm linker Flügel einmal. Dann ZOM. Und rechter ZM. Warte, ich nehm linken ZM auch noch. Diese Mittelfeld. Dann linker Innenverteidiger noch. Einen noch. Ich nehm rechter Flügel. Oh mein Gott. Kein Eusebio. Und kein Mondi, Rest wäre mir egal. Aber Bro, es ist trotzdem hart. Okay. Bergkamp 130k. Koman 110k. Trent Arnold 75k. Dudek 90k. Rui Costa 80k, Koman 80k. Das sind über 600.000 Münzen tradable. Also du hast ehrlich Rache genommen. Ich sag mal so, du hast echt Rache genommen. Ja, Freunde, wieder mal endlich Glück gehabt beim Discard. Beim letzten Mal hatte ich 1 Million Discard. Gott sei Dank. Ich gebe die Spiele auf jeden Fall bei der SBC ab. Aber ey, Gott sei Dank haben wir Eusebio und Mondi. Rest für mich egal. Leo hat auch überlebt, ne? Ah ja, Leo stimmt auch. Gibt's auch noch. Freunde, sowas passiert von 1 zu 100 Chancen. Die letzten SBBs war immer ein Bruch. 1 Million Discards gehabt. Endlich mal Glück. Keine Ahnung wie. Einfach bei 6 Toren Unterschied auf einmal Glück, ne? Bei 1 Sniper am Trip so auf den besten bei 6. Egal, ich habe mit 6 Toren Unterschied gewonnen. Das reicht mir. Eusebio, er hat rasiert, ich hatte Spaß. Rest ist egal, Digga. Weißt du, wo Eusebio stand? Im Tor. Ich hab letztes Mal gegen Wakes Torwart genommen und er hatte auch den besten im Tor. Deswegen habe ich es diesmal nicht gemacht. Oh mein Gott. Ja, Freunde, wie gesagt, ehrlich mein Glück gehabt. Ich gebe auf jeden Fall ab. Und schreibt gerne in die Kommentare, was für SBBs ihr sehen wollt. Vielleicht mit kranken Challenges, wo die Discard-Rate vielleicht ein bisschen höher ist. Spieler sind abgegeben, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst ein Like, lasst ein Abo, da wird mich supporten. Kommentiert für den Algo. Ich bin auf jeden Fall raus heute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und die letzten Worte übergebe ich an Danny. Hat Bock gemacht. War was anderes. Das erste Mal den Modus kann man bestimmt nochmal machen. Den Tausch war ehrlich perfekt. Ja, Rache war gut. Ey, haut rein, mach's gut. Tschüss.